Jo, wir kommen aus Amerika. Heute werden wir über die Wechselpräpositionen lernen. Auf Deutsch gibt es 9 Wechselpräpositionen. Sie sind an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwischen. Man benutzt sie mit entweder Akkusativ oder Dativ. Man benutzt Akkusativ mit Bewegung und Dativ ohne Bewegung. Zum Beispiel, ich sitze auf einem Tiger. Ich sitze auf einem Tiger. Herr Hamburger rennt unter den Jungen. Herr Hamburger schwebt unter dem Jungen. Herr Hamburger fährt das Fahrrad in das Theater. Herr Hamburger ist in dem Theater. Herr Hamburger steht vor dem Trabant. Herr Hamburger landet vor dem Trabant. Die Ente sitzt neben dem Hamburger. Die Ente fliegt neben dem Hamburger. Wo hast du den Hamburger gekauft? Ich habe ihn hinter den Müllbehältern gekauft. Ich gehe dahinter. Wo hinter? Ich gehe hinter den Müllbehältern. Herr Hamburger sitzt auf dem Tisch. Herr Hamburger fällt auf den Tisch. Herr Hamburger schwebt zwischen den Topfosten. Herr Hamburger fliegt zwischen die Topfosten. Herr Hamburger klebt an der Wand. Der Junge wirft den Hamburger an die Wand. Herr Hamburger springt über den Jungen. Herr Hamburger schwebt über dem Jungen.